Hey ho Monsterfreunde, und da sind wir auch schon wieder. Zweiter Teil vom Double Feature. Ich habe hier mal gerade noch so ein bisschen, einen zweiten Geothermalgenerator von unserem Hauptlager geholt, damit wenigstens die Zentrifuge so halbwegs arbeiten kann. Hier haben wir schon 22 drin, der Tank ist aber auch voll. Und ja, RF kommen hier auch ganz, ganz langsam an. Warum mache ich das überhaupt? Warum tue ich mir das an? Es gibt, nur um das nochmal kurz vorher anzusprechen, diesen Hazmat-Suit, Hazmat. Das ist einfach nur ein Gummianzug mit Orange. Es wird leider nicht angezeigt, dass der Helm, Chest, Leggings, Boots. Ja, wird nicht richtig angezeigt. Das schützt uns vor Radioaktivität. Das sollten wir uns auch nochmal zulegen. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen Farbstoff und ein bisschen Rubber. Warum das Ganze? Und zwar kann man mit dem Fermenter, versuche ich ja immer noch irgendwie die Energiequelle am Laufen zu halten. Das klappt noch nicht so gut wie gedacht oder wie gehofft, aber schon nicht schlecht. Und wie kann ich denn das jetzt rausfinden? Na. Fermenter. Use for? Nö. Nö. Achso. Ach Gottchen. Biomasse. Biomass. Kann man im Sequizer, wenn man diese Kapseln schon gefüllt hat, ja. Man kann aber auch hier, ich gehe hier einfach mal wild rein, diese, vielleicht ist das nicht das beste Beispiel, Flowering, ne, komm schon, gib mir mal, ne, ne, Espen, Copper. Okay. Nö, nö. Komm schon, gib mir mal irgendwas, was mir. Logwood. Rose. Ja. Zum Beispiel Logwood. Aus Rosewood wird Logwood. Dazu brauchen wir noch ein Genetic Labwar und solche Pollen. Wir brauchen allerdings auch Mutagen und wir brauchen dazu ein Mutatron. Wieder eine Maschine. Damit wir von A nach B Saplings manipulieren können, sagen wir es mal so. So wie mit den Bienen, dass wir die Gene da manipulieren. Muta. Genau, dass wir diese Gene manipulieren. Advanced Mutatron. Okay, wir nehmen erstmal den und gucken mal. Oha. Oh, Bienen. Das sieht noch relativ harmlos aus. Genetic Prozessor. Ach, du ahnst es nicht, Alter. Dieser Quarz haben wir jetzt gar nicht mehr. Okay. Das schminke ich mir jetzt erstmal. Wer sich wundert, warum hier der Tinker's Table fehlt, ja, Mr. Creeper kam gerade vorbei und hat mal Hallo gesagt. Penner. So, so und so. Ergibt mal wieder nichts, ne? Hazmat. Versuchen wir das Ganze mal irgendwie so. Warum nicht? Kann ich das Ding nicht auch komplett aus Rubber bauen? Anscheinend nicht. Haben wir irgendwo Rubber Bars noch? Das wäre es jetzt, ne? Rub. Ah,
schnappen wir uns mal das hier und hauen das mal in den Extractor. Du kannst damit was anfangen. Das ist schon mal prinzipiell gar nicht schlecht. Und was kommt heraus? Gott, dann bringt mir das natürlich nichts. Was kommt aus dem anderen Zeug raus? Ja. Rubberwood. Dum-d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 um
Hervorragend. Ja, Gott sei Dank geht das noch. Schwuppdiwupp. Was seid ihr denn? Nee, das will ich nicht. Nee, nee. Also müssen wir uns davon noch ein bisschen was anschaffen. Ob es funktioniert, ist natürlich immer noch die Frage. Weil es ganz klar so war, dass es Furnace, hallo? Furnace, dass es danach aussah, dass wir das definitiv brauchen. Dass wir nicht rein daraus bauen können, sondern müssen irgendwie drei Stück verwenden. So, machen wir zap, 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 zap. Shaped IR2 Crafting. Craft Ting. Gibt's hier irgendwas von Industrial Craft? Ja, voll doof, würde ich sagen. Das haut auf jeden Fall nicht hin. Shit. Und wie kann ich mich jetzt schützen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und was mache ich, wenn meine Energie aufgehört hat zu arbeiten? Ah, so. Und so, und so. Und ich nichts mehr aufnehmen kann. Ach, so eine Schitte. Zap, zap. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Bist du so leer gelaufen? Hallo? Autsch. Und dann stehst du da. Und. Ach, Gott sei Dank. Ja, das ist ja mal wieder, ne? Kacke und so. Zap. Schnappen wir uns mal die hier. Und dann laufen wir mal so in diese Richtung hier. Und machen mal zap und zap. Und dort ist Ausgang. Jetzt komme ich da echt nicht mehr ran. Nö. Dass dieser Magnet sich da auch immer wehren muss. So. Und warum? Hä? Achso. Ah, shit, shit, shit. Und System wie online. Schön. Und schwupp. Hätte auch besser stecken können. Na komm, alles klar. So, dich nehme ich jetzt vom Netz. Wohlgemerkt haben wir jetzt ein riesiges Problem. Ja. Voll Kacke. Wir können uns nicht den Schutzanzug bauen. Was machen wir da jetzt? Kein Schutzanzug. Jemand eine Idee? Vielleicht so auf die Schnelle? Können wir gerade nochmal beim Tinkers-Teil gucken. Es soll nämlich da irgendwie so ein Radioaktivitätskram geben.
Trieste. Nö. Autofeeder, Flight Control, Aurameter. Nicht wirklich. Swim Boost, Jump. Schuhe? In den Schuhen, warum soll es denn in den Schuhen drin sein, ne? Tja. Ich würde sagen, wir haben da so ein kleines Problem. Weil der Schutz hier nicht mit drin ist. Wahrscheinlich gehört das nicht zu unserem Modpack. Voll doof. Voll kacke. Da müssen wir da richtig aufpassen. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal hier diesen Motor-Dingsbums. Motatron. Ach ja, das war das Problem. Also ein Chipset müssten wir noch haben. Perfekt. Dann brauchen wir nur noch Netherquartz, ne? Ich wollte gerade sagen, hier fehlt auch was. Nein. Hier fehlt nichts. Bronze haben wir auf jeden Fall genug. Ey, du Penner. Lass mich hier in Ruhe aufnehmen. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Iron Dust, Stone Dust. Ja. Wir brauchen ein paar Diamanten. So. Das ist Gunpowder. Das ist ja auch toll. 14 Lokenstäbe haben wir hier noch. Und das können wir schon mal bauen. Das ist easy. Ja, zap. Dazu brauchen wir einen Satz Paneele. Und so ein bisschen Zinn. Zip und Zip. Haben wir. Haben wir schon mal das Ding. So. Bronze ist nicht schwierig. Das Study Casing ist auch nicht schwierig. Zap. Study Casing. Oder Study Casing. Dann brauchen wir die. Ach ja. Ich glaube, davon brauchen wir diesmal nur eine. Ein bisschen Eisen. Zap, zap, zap. 1, 2, 3, 4. Klick schneller. Los. So, was brauchen wir noch? Bronze. Alter. Glaspanel und. Okay. 1, 2, 1, 2. So, 1, 2. Zap, zap. Dann kommt. Wie war das? Wie war das gerade? Ach, da brauchen wir dreimal. Warum sagt das keiner? Dreimal, Leute. Zap, zap. So. Wir brauchen das so. Hey, voll die Doofe. Achso, okay. So. So. So und so. Und der Rest ist Bronze. Perfekt. Zap, drei Stück. Tschüss. Dann fehlt uns jetzt nur noch das Ding. Haben wir noch Pistons? Pistons, Pistons, Pistons. Pistons haben wir noch. Perfekt. Redstone. Dann viermal die hier und
Achso. Ups. So, komm, zap, zap. Dann haben wir das Teil auch. Tschüss. Jetzt brauchen wir natürlich das, was am meisten noch kostet. Ja, lässt hier die Tür offen. Und zwar Nissa-Quarz. Hab da gesehen, ne? Nissa-Zinn, Nissa-Lat. Aber hier ist noch Nissa-Quarz, das. Ich glaube, das waren Viererblöcke, ne? Nein. Nein. Verdammt. Also Uranium haben wir auf jeden Fall genug. Kompressor. Er kann damit auf jeden Fall was anfangen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Komm. Die Folge wird auf jeden Fall etwas länger. Gucken wir uns nochmal schnell den Aufbau an. Okay. 1, 2, 3, 4. So. Was machst du daraus? Komm, 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 komm. Oh, sehr schön. Genau das, was ich haben wollte. Ich hätte gedacht, das wären mehrere, aber nö. So und so. Kann sich jetzt nur noch um Minuten handeln. Ja, und die Energiequelle wird weiter, ja, zerfetzt. Zap. Zap, zap, zap. Und jetzt ist er wieder aus, ne? Obwohl er an ist. Vielleicht sollte ich die Maschinen erstmal nur teilweise ransetzen, dass einer wenigstens voll arbeitet. Dann nehmen wir mal den raus. Zap, 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 zap. So. Das heißt, einer wird jetzt nur gepowert. Mit Ethanol. Und erzeugt immerhin 10.000 RF. R und F. So, da haben wir dann die letzten beiden. Perfekt. Zap. Jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Wo ist das Zeug? Habe ich das noch gar nicht gebaut? Doch, das habe ich doch gebaut, oder? Die habe ich doch. Oh, da unten sind sie doch, Mensch. Mr. J, was ist da los? Und so ein bisschen das hier. Perfekt. Mutatron. Dann hätten wir den auch. Was er uns bringt. Oh. Das ist cool. So, dann können wir damit so ein bisschen spielen. Den klemme ich auch erstmal ab. Gut, verbrauchen tut er nichts. Hier können irgendwelche Bienen oder Pflanzen rein. Das ist gut. Da werden wir auf jeden Fall einiges mitmachen. Denn wir wollen ja irgendwie unser Fermenter vorwärts bringen. Ich werde da mal so ein bisschen spielen und testen. Und wenn ich mich damit so ein bisschen auskenne, dann gibt es darüber ein Tutorial. Das steht fest. Das ist ja auch sowas wie Bienenzeugs. Bienenmanipulation. Nur hier machen wir es halt mit Saplings. Fürs Erste. Gucken, welcher Sapling uns da am meisten bringt. Und dann versuchen wir mal, da irgendwas zu machen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen hoch. Da. Und bis morgen, ne? Wie immer. Ciao, ciao.